Willkommen zum dritten Video zu deinem Projekt Internetseite. Im letzten Video haben wir uns mit der Inhaltsseite beschäftigt. Du hast also einen kleinen Text dazu geschrieben, worum es geht, was Thema deiner Serie ist. Und nun werden wir uns damit beschäftigen, wie du deine Schauspieler einmal vorstellst. Hierzu ist ein kleines bisschen Vorarbeit notwendig, denn du sollst natürlich auch Bilder einfügen. Diese habe ich nun schon rausgesucht, denn das Raussuchen würde einfach viel zu lange dauern. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Bitte gib deinen Bildern Namen, die kurz sind. Wenn man Bilder über Google sucht, bekommt man oft ganz komische, lange, kryptische Namen. Ich habe sie jetzt einmal in Kit und in David, weil David Hasselhoff der Schauspieler ist und Kit das Auto, um das es in Knight Rider vor allem geht, benannt und habe sie selbstverständlich im gleichen Ordner wie meine HTML-Datei. Bitte beachte das, dass der Ort stimmen muss, denn ansonsten wird es nicht funktionieren. Gehen wir also nun wieder zurück. Wie gesagt, haben wir im letzten Video etwas an Inhalt geschrieben. Das siehst du hier noch einmal. Du siehst den Quelltext, du siehst den Text, wie es aussieht. Wir kümmern uns nun um die Datei mit dem Namen schauspieler.html. Diese öffnen wir einmal. Im Moment ist sie leer. Das bedeutet, wenn ich sie mir anschaue, dann sehe ich eine leere Seite. Das werden wir jetzt mit Leben füllen. Wir werden einmal zwei Bilder einfügen und einen kleinen Dummy-Text. Warum Dummy-Text? Ganz einfach. Du sollst deinen eigenen Text schreiben und ich werde jetzt einfach nur irgendwie einen kurzen Mini-Text dort einfügen. Das sollst du aber in der Form nicht, sondern du sollst natürlich einen vernünftigen Text schreiben. Also, wir fangen einmal damit an, dass wir die wichtigste Überschrift der Seite definieren. Das ist eine H1. Hier schreiben wir einfach rein Schauspieler. Anschließend gehen wir einmal eine Zeile weiter runter. Überlegen wir, mit wem wir anfangen, wer vielleicht die wichtigsten Schauspieler sind. In meinem Fall würde ich mit dem Auto anfangen. Und zwar erst einmal mit dem Bild. Und weil das Bild dort direkt mit dem gleichen Ordner liegt, kann ich es einfach suchen, indem ich kit.jpg, also den Dateinamen und die Dateiendung, jpg, getrennt durch einen Punkt, aufschreibe. Kleine Hilfe, wenn du das machst, kann es sein, dass du dir einen Alternativtext mit aufschreibst, sollte er das Bild nicht finden, dann siehst du zumindest irgendwie was, womit du etwas anfangen kannst. Wir speichern einmal kurz und laden unsere Seite neu. Du siehst, hier ist mein Auto, meine Überschrift. Das Bild ist sehr groß, das ist aber erstmal nicht weiter schlimm. Ein einfacher Trick, auch das zu erledigen, ist, dass wir eine Weite angeben. Und dann wird die Höhe nämlich gleich mitberechnet. Wir geben mal einfach 300 Pixel an Weite an. Nun schreiben wir darunter, um wen es sich handelt. Das machen wir einmal mit unserer H2, also einer weniger wichtigen Überschrift. Und es ist Kit, also K.I.Kit. Darunter schreiben wir einmal kurz einen Text. Wir schreiben einmal ganz kurz hin, ein bisschen was, zwei, drei Sätze zu Kit. Okay. Das ist dann doch ein bisschen so. Ups. Okay. Und das soll es dann auch.
gewesen sein. Ich lade die Seite einmal kurz neu, nachdem ich gespeichert habe. Und du siehst, ich habe meine Überschrift, mein Bild, meine Unterüberschrift und einen kleinen Text. Mein Text ist einfach nur irgendein Fülltext. Du überlegst dir bitte einen eigenen richtigen Text. Um ein bisschen Abstand zu machen, habe ich jetzt etwas hinzugefügt, nämlich einen Zeilenumbruch mit BR und darunter einfach schon gleich alles, was ich ansonsten brauche. Ich glaube, den schreibt man mit 2F. Er wird es mir verzeihen, wenn es nicht so ist. Ich verlinke mein Bild. David. Muss ich schauen. JPG. Ich setze meinen Alternativtext. Das Bild wird nicht gefunden. Und ich gebe auch hier gleich einmal eine Weite ein. Von 300 Pixeln. Text kann ich von oben einmal markieren. So, ich speichere. Und ich habe mein Bild, Überschrift, Minitext. Dies sind die Mindestanforderungen. Wenn du mehr schreibst, wenn du mehr machst, wenn du mehr Bilder hast, wenn du das Ganze schöner gelayoutet bekommst, dann ist es natürlich immer besser. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachbauen.